Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Hallo zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Sissi Hartmannick und wir schauen auf die Themen in dieser Woche und allen voran auf die Notenbank Fed. Die hat nämlich in den USA den Leitzins wie erwartet gesenkt, aber es hätte noch mehr sein können, zumindest für einige Personen. Also zumindest für Donald Trump, und da ist er womöglich einer der wenigen außerhalb der USA sowieso, aber auch dort. Denn die Wirtschaft in den USA, ganz ehrlich, die ist nach wie vor sehr robust. Der Arbeitsmarkt ist in Ordnung. Man fragt sich, welchen Grund könnte die Senkung haben, wenn man nicht aufs Jahr 2020 blickt? Da ist nämlich zufälligerweise die US-Präsidentschaftswahl, und mit viel billigem Geld und steigenden Aktienmärkten ist natürlich die US-Wirtschaft dann oben, und das bringt wahrscheinlich Wählerstimmen. Ja, das bringt ganz sicher sehr viele Wählerstimmen, denn den Unternehmen hilft es natürlich, wenn die Zinsen wieder gesenkt werden. Vielen anderen hilft es natürlich nicht, und es ist eigentlich auch nicht das richtige Signal. Aber seien wir ehrlich, eigentlich dürfte die Notenbank auf sowas auch gar nicht reagieren. Notenbanken sollten doch ziemlich selbstständig sein. Ganz neutral sein, aber ich glaube, Notenbankchef Paul hat auch, glaube ich, das deutlich gemacht, dass er sich da distanziert. Ich bin ja grundsätzlich erstmal gegen die Leitzinssenkungen momentan. Ich finde, das ist gar nicht so nötig, und ich finde, man sollte eher ein paar Milliarden in Infrastruktur, in Digitalisierung stecken, vor allen Dingen hier in Europa und in Deutschland. Absolut, bin ganz bei dir. Lass uns mal auf den DAX schauen. Da ging es auch nach der Entscheidung eher seitwärts weiter. Ja, beim DAX ist es die ganze Woche seitwärts weitergegangen. Seien wir ehrlich, am Anfang der Woche gab es ja einen Moment der Konsolidierung. Das lag an dem Öl, das eben gestiegen ist, und auch an Ängsten, was das Wirtschaftswachstum in China betrifft. Das hat die Leitzinssenkung in den USA ein bisschen ausgebügelt. Insgesamt ist der DAX so ein bisschen in einem Seitwärtskanal, das sieht man hier ganz schön. Zwischen 12.200 und 300 und 12.500 Punkten kommt er insgesamt nicht richtig vom Fleck, und so sieht diese Woche eben auch aus. Da muss man mal gucken, wann er richtig ausbrechen kann in die eine oder andere Richtung. Und wir schauen jetzt mal auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Unsere erste Aktie in dieser Woche, die Lufthansa, mit der ich heute Morgen von Berlin nach Frankfurt geflogen bin. Wie läuft's denn bei der Airline? Also bei der Airline läuft es so ähnlich wie bei den anderen Airlines, kann man sagen. Die Lufthansa hat wirklich turbulente Zeiten. 2018 war ein schwaches Jahr, 2019 bisher auch. Die Aktie hat ein Viertel ihres Wertes bereits verloren. Ja, woran liegt's? Also der Kostendruck ist unglaublich hoch unter den Airlines. Die Tickets werden immer günstiger, wirst du auch merken. Kann man günstig fliegen. Sie müssen viel in Klima investieren, und Manuel, vielleicht merkst du das auch, man hat auch viel in die Pünktlichkeit investiert. Das sind alles hohe Kostenfaktoren in diesem Jahr gewesen. Ich kann nur sagen, meine Flüge im Jahr vielleicht 3-4 Mal, dass da Verspätungen sind, das hält sich sehr in Grenzen. Also das ist ganz gut. Was sagen denn Experten über die Aktie? Ja, Experten sagen natürlich, dass es ein schwieriges Fahrwasser ist, in dem Airlines derzeit sind. Seien wir ehrlich, auch Ölpreise sind ein Riesenthema. Wenn das Kerosin im Preis steigt, haut das richtig ins Kontor. Und so sieht es dann auch aus, wenn man auf die Aktie schaut. Also ein technisches Kaufsignal sieht die Trading House Börsenakademie erst in Richtung 15,57 Euro. Dann wären auch Kurse bis 16,12 Euro vorstellbar. Aber bei deutlichem Einbruch unter 14 Euro sieht die Börsenakademie Abwärtspotenzial zurück in die Jahrestiefs bei 12,85 Euro. Also man kann insgesamt sagen, Airlines, auch die Lufthansa, bleiben ein riskantes Investment. Schauen wir auf eine andere Aktie, andere Branche, Sportartikelhersteller Adidas. Da lief es, trotzdem es keine Weltmeisterschaft gab, keine Olympischen Spiele in diesem Jahr, ordentlich. Da lief es mehr als ordentlich. 50% seit Jahresbeginn, Manuel. Ist das ordentlich? Und was machst du dann als Investor? Kann man sich nicht beschweren. Also muss man vielleicht aber auch vorsichtig sein, dass es zu Rücksetzern kommen könnte, oder einfach mal Gewinnmitnahmen machen. Absolut. Adidas hat insgesamt einen sehr, sehr guten Lauf gehabt, hat aber ein strubbeliges Jahr jetzt gehabt. Also es gab Lieferschwierigkeiten in die USA. Das ist teuer, sowas. Wenn man viel nachliefern muss, hat man höhere Kosten für den Transport. Das ist zu Buche geschlagen. Und es gab auch ein bisschen Probleme in der Entwicklung für den europäischen Markt. Also für die USA und China hat man viel getan in den letzten Jahren. Ist ja ein Riesenmarkt. Aber uns hat man ein bisschen vergessen. Was sagen die Experten denn zur Aktie?
Ja, die Experten sind natürlich jetzt langsam vorsichtig. Und wenn wir die Analyse der Trading House Börsenakademie anschauen, sieht sie die Aktien von Adidas gefährlich nah an einem Verkaufssignal seit dem Jahres- und Rekordhoch bei 296,50 Euro. Sieht es hier nach einer bärischen Flagge aus. Die kann man auch sehr schön sehen. Und die könnte eben geradewegs im Verkaufssignal münden, Manuel. Konkrete Empfehlung hast du uns auch mitgebracht? Ja, konkrete Empfehlungen kann man ganz klar sagen, fällt die Aktie unter das Verkaufsniveau von mindestens 266,30 Euro, dann könnte zunächst die nächste Verkaufswelle und Abgaben zunächst an die Tiefs im August um 253,85 Euro einsetzen. Ja, technisch gesehen könnte dann ein weiterer Ausverkauf bis zum 200-Tage-Durchschnitt von 242,83 Euro anstehen. Also das Ganze mit einem Zeithorizont auf 1 bis 2 Monate und danach kann man wirklich sagen, Kasper Rørsted wird sicher weiter Gas geben für Adidas. Zwei interessante Aktien haben wir heute besprochen. Danke dir, das waren die Top-Aktienempfehlungen für heute. Wenn ihr jetzt das Thema Trading vertiefen wollt, dann schaut auf die Webseite. Seminare, Webinare gibt es da zum Beispiel das Trader Camp am 23.09. in Berlin und auch ein Webinar am 25.09. Also jetzt dazu anmelden. Das war Inside Markets X hier für heute. Danke dir, Sissy. Ja, vielen Dank auch. Schönes Wochenende euch und Manuel dir natürlich auch. Happy Friday und bis nächste Woche.